Hauptsache ein reines Herz. Diesen Spruch hört man sehr oft. Was meinen damit jene, die ihn sagen? Und steckt in dem Spruch Wahrheit? Manche Menschen reduzieren den Islam nur auf das Herz. Du kannst alles machen. Hauptsache du hast ein reines Herz. Ist das aber möglich? Er sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt: Welcher unter den Menschen ist der Beste? Er antwortete: Jeder, der reinen Herzens ist und eine ehrliche Zunge hat. Sie sagten: Der eine ehrliche Zunge hat, den kennen wir. Wer ist aber reinen Herzens? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete: Der Furchtvolle und Reine. Er trägt keine Sünden in sich, keine Übertretungen, keinen boshaften Groll und keinen Neid. Das Herz beeinflusst also die Taten und die Taten beeinflussen das Herz. Das Herz und die Taten gehen eine Symbiose ein. Du kannst diese beiden Komponenten nicht voneinander trennen. Ein krankes Herz entsteht durch Sünden und ein reines Herz entsteht durch gute Taten. Eine Sache, die nicht gepflegt wird, wird schmutzig. Ein reines Herz muss gepflegt werden, damit es rein bleibt. Die Araber sagen Qalb zum Herzen. Es bedeutet, dass sich Wechselnde oder Wendende. Dein Herz befindet sich in ständigem Kampf zwischen Rechtleitung und Irreführung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte ein schönes Gleichnis dazu. Das Gleichnis des Herzens ist das einer Feder, die an der Wurzel eines Baumes hängt und die der Wind immer wieder herumdreht. Es gibt das gesunde und weiche Herz und das kranke und harte Herz. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und haben sie nicht Herzen, um zu begreifen, oder Ohren, um zu hören? Denn es sind ja nicht die Augen, die blind sind, sondern blind sind die Herzen in der Brust. Subhanallah, wenn das Herz krank ist, dann sündigt man ohne Gewissen. Wenn das Herz krank ist, dann bekommt man einen schlechten Charakter. Wenn das Herz krank ist, dann hört man keine Ermahnungen mehr. Die Sünden vermehren die Krankheit im Herzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Verführungen dringen eine nach der anderen auf die Herzen, wie die Fasern eines Strohteppichs, den man Schicht für Schicht herstellt. Jedes Herz, das einer dieser Verführungen nachgibt, bekommt einen schwarzen Fleck. Dagegen bekommt das Herz, das sie zurückweist, einen weißen Fleck. So wird schließlich ein Herz zu eines der beiden folgenden. Entweder ein weißes Herz, welchem keine Verführungen mehr schaden kann, solange Erde und die Himmel bestehen, oder aber ein schwarzes Herz, welches nicht mehr das Gute gebietet und nicht mehr das Schlechte verwehrt. Jede Sünde hinterlässt einen schwarzen Fleck. Jedes Mal, wenn du Alkohol trinkst, das Kopftuch nicht trägst, wenn du Zina begehst, wenn du Zinsen nimmst, wenn du lügst, wenn du lästerst, das Gebet unterlässt, wird dein Herz dunkler und härter, bis es komplett verschlossen ist. Du möchtest irgendwann mal mit dem Gebet anfangen? Du willst das Kopftuch später tragen? Du willst deine unislamische Beziehung beenden? Aber dein Herz lässt es nicht zu. Dein Herz hat sich an die Sünden gewöhnt. Es ist hart und verschlossen. Verirrt in der Irrleitung, weit weg von der Rechtleitung. Du bekommst eine Abneigung zum Islam. Die Zweifel am Islam werden größer und die letzte Station ist Kufr, Unglaube. Davor warnte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mach Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Bitte ihn um Vergebung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach oft folgendes Bittgebet: O du, der die Herzen wendest, festige mein Herz, so dass es bei deiner Religion bleibt. Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinak,